nahezu ein Jahr in Annecy, von 2015 bis 2016, vom Herbst bis Frühling. Also ich habe wirklich alle Jahreszeiten mitbekommen und ich bin privat untergekommen bei einer französischen Familie. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, in den studentischen Wohnheimen unterzukommen auf dem Campus. Die Studierenden des Programms erhalten zwei Diplome. Das erste von der Heimathochschule, also unsere Hochschule Kiel im Fachbereich Wirtschaft, und dann das zweite von der Partneruniversität in Frankreich in Annecy. Und dafür müssen Sie im Rahmen des Studiums zwei Semester studieren dort und die Prüfungen belegen. Und dann, wenn Sie zurück sind an der Hochschule, wie alle anderen, die Bachelor-Thesis schreiben. Annecy ist eine wunderschöne Stadt in Frankreich. Die Altstadt ist sehr, sehr schön. Es bietet sehr viele kulturelle Erfahrungen, aber auch schöne Orte wie den Badesee, wie die Berge drumherum. Und vor allen Dingen ist Annecy sehr zentral gelegen. Ich studiere einen deutsch-französischen Doppelabschluss in Annecy in Frankreich, aber ich werde hier ein Jahr an der Fachhochschule in Kiel verbringen, um mein Diplom zu erhalten. Die jungen Leute, die mit solchen Profilen und solche internationale Erfahrungen, die haben eine gewisse Flexibilität und Erfahrung, an neuen Themen reinzukommen, weil sie oft in ein Land gestellt worden sind, wo sie überhaupt nichts kannten, und dementsprechend sind nicht scheu, ihre Erfahrungen in den Firmen einzubringen, und solche Profile sind für uns sehr, sehr interessant. Die Fristen für das Auslandsstudium in Frankreich sind sehr wichtig. Das ist der 1. März jedes Jahres im International Office. Die Bewerbung findet ja online statt, und parallel würde ich natürlich empfehlen, so schnell wie möglich Kontakt mit mir oder mit den Kolleginnen aufzunehmen, um den Aufenthalt am besten vorzubereiten. Ein Jahr Ausland ist nicht so teuer, wie es scheint. Und es gibt immer Lösungen und Möglichkeiten, um finanzielle Unterstützung zu haben. Erstmal gibt es das DFA-Stipendium, 350 Euro pro Monat. Und dann kumuliert mit dem Erasmus-Stipendium, also das ist für Frankreich ca. 550 Euro, variiert leicht von Jahr zu Jahr. Also das ist schon insgesamt 900 Euro. Und on top kannst du sogar das Auslands-BAföG beantragen. Und ich bin davon überzeugt, dass mein Studium, aber auch die Erfahrungen, Erkenntnisse, die ich im Auslandssemester gewonnen habe, mir viele Türen bei der Berufswahl geöffnet haben. Ja, also ich würde sagen, tolles Programm. Wir wünschen uns mehr Studierende. Bewerbt euch. Ja, ich begleite euch gerne auf dem Weg des Auslandsstudiums.